Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Dein Leid. Sterbendes Licht. Ja, sterbendes Licht. Und wieder diese scheiß Steam-Kacke. So. Wir gehen zu Tobias. Zu Tobias. Zu Tobias, war ja klar. Achso, der ist hier unten schon. Wie dumm. Lol, der ist ja gar nicht weit weg. Ja, der ist hier in der. Au, oh, ich wusste es. Ich tu mir weh. Ich wusste es. Du könntest ja mit dem Seil nach unten gehen, aber egal. So, hier ist er. Hallo, Tobias. Genau rechtzeitig. Ich habe die neueste Version gerade fertiggestellt. Aber ich habe die kriegen wir jetzt. Sieht vielleicht etwas schwerer an, aber ich musste den Mechanismus im Griff unterbringen. Ach so, von dir. Sei vorsichtig. Lache ich. Sei sehr vorsichtig. Sie richtet genug Schaden für das 100 Pro dich irgendwie. Wenn du weißt, was ich meine. Okay, im Klartext. Benutzte sie falsch, bist du im Arsch. Beste Info, danke. Im Arsch, ja, okay. Haben wir die jetzt? Ich könnte ja so tun, als wäre es ein Laserschwert. Okay. Es ist ein Laserschwert. Okay. Schwierigkeitsgrad hoch anscheinend. Oh ne. Wohin? Ja, irgendwo hin. Ich gehe links. Okay, ich gehe rechts. Lol, ist ein Vetter. Okay, ich bin gleich tot. Alter. Ist das dein Vetter? Okay, die Fetten sind One-Shot. Alter! Tötest du irgendwann welche, oder? Ja, die sind so Spuckkotzviecher. Die laufen immer weg, danke. Tut mir leid, echt leid, aber... Ja, das schaffen wir nicht. Sag niemals nie. Hättest du mehr geschafft, dann wär's okay gewesen. Wer hat mehr als du? Wer ist oben? Ich bin oben gerade bei mir. Aber gut. Nee, es stand 16-16, egal. Ja, deswegen. Ich könnte ja so tun, als wäre es ein Laserschwert. Und just do it. Okay, das wird echt schwierig. Ja, ich bin links gegangen, da waren kurz Viecher. Bei mir, ich geh's in der Mitte, weil in der Mitte sind am meisten. Ich gehe so ungefähr mittig, anstatt diesmal ganz nach rechts, weil da sind richtig viele. Weil du gehst du ganz nach links. Ja, ich versuch. Okay. Ach, hier ist ein Typ. Mensch. Ich hatte doch vorhin so viele Typen gesehen. Wo sind die? Ja, die sterben. Ach, hier sind sie. Ich hatte auch so einen Fetten und die sterben nach jeder Runde, die wir hier spielen. Da sind richtig viele. Und es ist zu spät. Schade. Okay. Wir müssen nur richtig rennen, mehr nicht. Mehr ist es nicht eigentlich. Komm schon, ich will die Machete jetzt haben. Komplizierter ist es nicht. Aber du hast ja schon richtig krasses Schwert. Ich glaube nicht, dass es so heftig sein wird, die Waffe. Ich hoffe doch. Also ich hoffe, die wird heftig. Hast du schon mein Outfit gesehen? Ich habe so ein Kopfjäger-Outfit. Nö. Nee? Guck mich mal an. Hab ich. Nee, jetzt nicht. Keine Zeit. Ja, du musst mich ja nicht genau mustern jetzt. Ich töte den hier oben, damit er dich nicht nervt, so. Bin fast tot. Egal, doesn't matter. Doesn't matter. Ich bin bei dir. Lol. Ich hab mich ein Explosionsspiel kaputt gemacht. Töte die letzten, bitte, du schaffst das. Komm schon. Drei Stück, schnell. Oh. Danke, danke. Nehmen Sie die Waffe! Steht da. Oder? War die besser? Sie funktioniert. Aber sie hat mir total die Klappe. Die Hände verwurzelt. Mann. Lass mich überlegen. Ich könnte das Material ändern, Löcher reinbohren. Gut, komm später wieder. Dann präsentiere ich dir ein Meisterwerk. Und dann kriegen wir sie. Der geht mir langsam auf die Eier. Die bekommen unser Vieh. Ist eine Gasdings. Geht nicht. Schlag mich mal. Ne, komm raus und dann schlag mich mal. Nee, ich muss drauf schießen wahrscheinlich. Nee, schlag mich. Nicht schießen, schlagen! Ach nee, wie dumm bist du? Mein Gott, danke, jetzt habe ich Punkte verloren wegen dir. Vielen herzlichen Dank. Du bist so ein richtiges Stück Scheiße. Warte, hier ist die Quest. Ja, ich fall wieder runter. Ich finde, ich höre mich gerade ein bisschen so an wie der Typ im Video, wo er so kaputt lacht. Oh, ich bin der Tauron. Das ist ein explosives Ding. Ich schieß mal drauf, ne? Guck, was passiert.
Ah, es gibt bestimmt nicht sofort hoch. Nein. Warte mal, lass mich gerade überlegen. Ich sehe gerade eine Waffe für 350 Schaden. Katana. Aber ich warte noch. Ich habe einen guten Hammer. So. Ich gehe auch mal hier in den Shop. Mal gucken. Bisschen, Entwurf. Er wollte hier den Nahkampf um den Fact bluten. Naja. Ich bin mal Michael. Lol, schwerer Abriss, Vorschlaghammer, 349, 300, 1000, 300, 349. Ich will einen Mod. Hörst auf damit. Tja. Ich wollte gerade was gucken. Ach ja, habe ich noch genug für Medikit? Nein, habe ich nicht. Mann! Ich hab nur noch 3 Medikits. Kommst du um? Noch. Crane, gut dich wiederzusehen. Gut, hallo. Dich heil wiederzusehen. Halt dich von Ärger fern. Ich werd's versuchen. Mehr nicht. Wow. Okay, so, dann gehen wir mal runter in die linke Richtung. Zack. Sicherheitszone verlassen. Ah, da braucht jemand Hilfe. Ja, na egal. Hörst du. So, ich gehe nach da oben. Na! Und rot. Spider-Man. Das war so klar, dass ich sterbe. Ja, wo soll ich mich hinhucken? Keine Ahnung, kannst du dich an dem Griff da hucken? Dankeschön. Warum killst du dich nicht mit dem Katana, Alter? Direkt tot. Hab ich doch. Ganz am Anfang nicht. So, ich kann. Okay, jetzt kann man sich hoch. So, ich bin ganz oben. Ah ja, hatten wir ja auch einen Stützpunkt. Hallo! Okay. Und weiter geht's. Hopp. So, hier unten, irgendein Apartment. Wow. Warum? So. Hast du noch ein Medikit oder so? Wie viel hast du? Ich hab 10, ich kann dir eins geben. Ich hab nur noch 3. Wie geht es überhaupt, einen anderen zu heilen? Vor dir F drücken? Ja. Sicher? Ja. Also wird es dann angezeigt oder was? Komm mal her. Tatsächlich, ja. Okay. Danke. So, man regeneriert auch, das habe ich gerade gesehen. Ja, wenn man, aber nur ein bisschen maximalen Ding so. So bis ne? Ich gehe jetzt erstmal runter, vielleicht gibt es da Sachen. Was suchen wir überhaupt? Apartment 3, 12. Hier ist eine Kiste. Ja, komm mal nach unten, hier gibt es ein bisschen was. Oh, hier auch ein bisschen. Würde ich sagen. Hier ist auch ein Müll. Ja, nach oben gehen wir sowieso, deswegen gehe ich zuerst hier durch. Klinge brauche ich nicht. Okay, ist Apartment 1 und so. Und die gehen alle auf. Ja, okay, hier gibt's richtig viel. Sense, Mann. Ich will Müll. Ah, ich hab das Richtige. Okay, der Raum hier ist relativ nackig. So wie deine Mutter. Hier. Komm schon, zeig mir was. Na, wollen doch mal sehen. Ich telefoniere gerade. Detective Dooley und sein Assistent machen sich auf die Suche nach der verschwundenen Person aus der Dormer Street. Hörst du das auch? Ja. Oh, komm schon, du musst mir helfen. Dad ist schon den ganzen Tag weg. Wir werden ihn finden. Besagte verschwundene Person ging ganz normal einkaufen und verschwand dann unter mysteriösen Umständen. Die Detektive Mike und Tom Dooley werden jetzt in den anderen Apartments nach Spuren suchen. Nein, tu das nicht. Okay, Jungs, ihr habt Detektiv gespielt. Was kommt noch? Toll, wegen dir muss ich jetzt noch umrennen. Komme. Du Spast, ey.
Aber wir müssen hoch. Wohnung 3 ist abgeschlossen. Vielleicht hat der komische Mann, der da wohnt, etwas gesehen. Oder hat er zu viel gesehen? Wir befragen ihn später. Hey, wo willst du denn hin? Warte! Warte auf mich! Detective Dooleys Partner hat den Ermittlungsbereich verlassen. Zweifellos auf der Suche nach Spuren. Er ist wohl in den Keller gelaufen. Ich gehe ihm jetzt direkt nach. Ab in den Keller. Ja, warte, warte. Hier gibt's noch ein paar Dinge. Hier ist Nägel. Ist Müsli. Oh, eine Nachricht. Ich will einen Mod finden. Süßigkeiten, wow. Nee, nicht einen Mod, du willst Upgrades finden. Ja, Upgrades, ja. Oder einen heftigen Mod, das geht ja auch. Nee, da liegt nur Unterschied in dicken. Weil Mod kannst du maximal einen Mod auf einer Waffe haben, aber... Sonst, die Upgrades kannst du 3 drauf haben auf einer Waffe. Okay, und jetzt? Einen Gegenstand kann ich herstellen. Hier spricht Detective Dooley. Ich betrete den Keller, um die Spur zu überprüfen. Kit allein in den Mike, Keller. Bist du da? Mike, bist du das? Ich weiß ganz genau, welche Tür das ist, und zwar genau diese hier. Nein. Ja, aber... Suchen Sie im Apartment 3 nach Kellerschlüsseln. Ja, auch. Okay. Noch ein Stück. Das scheint mir doch sehr unheimlich. Nee, ganz oben. Ja, diese Sicht ist auch die ganze Zeit so grau. Ja, ja. Puh. Absi. Alter. Gesundheit. Alter, ja. Werde ich jetzt krank wieder, Mein Immunsystem ist anscheinend ja richtig heftig geschwächt. Alter, ja, das kommt man, wenn du die ganze Zeit vom PC hockst. Nee, das hat nichts damit zu tun. Oh, was ist das denn? Was? Ah, ein elektronisches Bauteil, wie langweilig. Du bist du? Ich bin nicht langweilig. Auf jeden Fall. Ach, du Scheiße. Was passiert? Oh, nö. Mike? Mike? Ein Hund, Mann. Mike? Alter, ich hab mich gerade voll erschrocken. Mike. Alter, mir wird gerade richtig warm, weil ich mich erschrocken hab. Oh, ich hasse das. Die Tür ist auf, die... Fleisch! Was? Fleisch! Fleisch! Ja, tot bist du. Fleisch! Mod! Hammer der Götter. Lol. Sieht interessant aus. Warte. Entwürfe. Hammer der Götter, orange. Elektrizität Stufe 2, Feuerstufe 2. Oh, das ist ganz schön nice. Mhm. Oh, ich brauche nur eine Sprühdose. Hast du eine? Und da brauche ich noch eine Basiswaffe. Ich wette hundertprozentig habe ich eine. Dann könnte ich die machen und die ist voll. Aber ich kann sie nicht. Doch, komm. Du liest was unter dem Tisch. Was brauchst du? Mülleimer. Eine Sprühdose. Wow, nichts drin. Eine Schaparüdose. Eine Schaparüdose. Eine Schaparüdose habe ich 11 noch. Ich glaube, das reicht nicht wirklich. Ja, nein. So, da hast du deine Schaparüdose. Mal gucken, was ich da machen kann. Hammer der Götter. So, okay, ich brauche Basiswaffen. Zweihandhammer, Spitzhacke, Zweihandaxt, Einhandaxt, kleiner Hammer. Etwas von denen. Aber die ist voll fett, der Mod. Aber ich will Upgrades. Mann, ich kriege keine Upgrades. Kannst B drücken. Nein. Doch. Jumper. Schuh. Schüggere. Das heißt, dieser komische Mann war ein Kannibale und hat Fleisch gegessen. Hund gefressen. Ich bin ja auch. Warum denn ein Hund, Mann? Wieso machst du das? Wenn das ungespielt gewesen wäre, dann hätte er den nicht gegessen. Shit! Oh, ich hab's doch überlebt, Alter. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Nein! Nein! Geronimo! Geronimo, nein! Lol, ich hab's überlebt. Und die Polizei. Du überlebst. Hier, Polizeikarre. Ja, mach auf. Hinter dir. Lol, er ist nicht explodiert. Voll geil. Aua. Ist gut, ich schütze dich. Ja, eine Tasche. Wir sind zu spät. $41 und ein Fechtmeister. Wow. Wow. Was, wie bekommst du immer so Upgrades?
Warum? Das so viele was? Du hast vorhin eine richtig geile Mod bekommen. Ich habe jetzt nur ein Upgrade bekommen. Also geil ist der Mod auch wieder nicht. Das Stufe 2 Dinge. Das ist doch voll geil. Zwei Stufe 2 Dinge ist voll geil. Aber das ist sowieso... Ich brauche aber noch eine Basiswaffe. Das ist sowieso ein übertriebenes Katana, Alter. Na, dann noch ein heftiger Mod drauf, Mann, das wär's. Warte, wie viel Schaden hat überhaupt dein Katana jetzt? Und du meinst Upgrade? Ohne Upgrade. 426. Okay, meine Macht. Ich kann auch Upgrade machen, wo... Meine Macht, also der Hammer, macht mit allen vier, also mit allen drei Upgrades auch drauf. Hat er 5 Reparaturen und 542 Schaden. Also ich könnte noch mit einem Berserker plus 22, dann kann ich noch Vollstrecke auch noch, also 45 Schaden könnte ich noch beimachen, also 466 Schaden würde dann das Ding machen. Ich glaube eigentlich mit egal welchen Zombie ich haue mit der Waffe, der fliegt weg, Junge. Ja, lol, Bein ab. Direkt den Kopf weggefickt, Alter. Richtig Bein heftig. Abgehackt. Nein, 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 oh. Ja, willst du noch irgendwie runterfallen? Bin ich nicht. Nein. Der Taro, der nicht. Ist ein Shop oder so? Nee. Ich hab einen voll geilen Konter, Alter. Also mich können Zombies ja, nicht mehr normal an essen. Mich auch nicht. Ich kann direkt E drücken einfach. Ich auch. Er auch. Ich auch. Polizeiauto. Ja. Machst du. Meine Waffe hat keine Muni mehr. Ich muss Muni kaufen. Ja, ich auch sowieso. So, wieder Kaffee, Kosmetika und Dollar. Eine Tasche. Wow. So. Hier ist auch ein Krankenwagen. Ein Hospitalwagen. Ein Polizistwagen. Ist offen. Müll. Scheiße. Zwei Medikits. Scheiße. Cool. Ja, ich auch. Medikit und sonst nichts. Wow, nice. LOL! Du hast einen Hook zur Info. Ich weiß es. Ich habe ein Sonderangebot. Shop. Okay, ich nehme den Hammer wahrscheinlich. 324 Schaden. Das ist wenig. Nee, mit. Ich habe ja den Mod gerade. Oh, Alter, ist orangene Waffe. Eine orangene deutsche 9mm Schusswaffe. Schussfrequenz 30? Warte mal kurz. Schussfrequenz 30. Okay, die ist gleich. Genauigkeit ist auch gleich, wie ich sehe. Und der Schaden ist auch gleich. Warum sollte man sich also sowas kaufen? Das verstehe ich nicht. Hast du irgendwie einen fetten Hammer oder so, wo ich dann den Mod drauf klatschen kann? Nee, ich habe nur einen Hammer, wo ein Mod schon drauf ist. Sorry. Nee, kaufen, ob du den kaufen kannst. Nee, da ist keiner. Da ist gar keine Zweihand. Also ich brauche entweder einen Zweihandhammer, eine Spitzhacke, eine Zweihand-Axt, Einhand-Axt oder ein kleiner Hammer. Also habe ich... Nee, geht leider nicht. Ist nicht... Also ich habe einen fetten Hammer, Angebot. Aber der hat nur 324. Glaubst du, ist das genug oder so? 324, jo. Wenn er auf Upgrades draufklatscht, kommt sowieso auf ungefähr 480 oder so. Hm. Aber natürlich der hat nicht vergessen nur mit 15 Handling. Egal. Du. Ah, komm, ich nehm den. Ich hab genug Geld, mal was willst du? Mein fetter Hammer hatte auch nur 15 Handling. Es geht ja dabei nicht um Handling. Du drehst dich ja einmal. 104 plus Schaden. Ja, ich weiß. Macht der Mod. Das war bei meinem Mod auch. Das sind alle Mods, die orangen sind. Das sind 104 Schaden plus. Mein giftiger Sensenmann-Mod kann ich jetzt wieder machen. Nice. Den tue ich auf die nächste Waffe, die ich irgendwie kaufen werde, wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht welche. Ach! Hammer der Göttermod habe ich auch. Hä? Ist das von das? Unfair. Hä? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich den gekriegt habe. Lol. Kann man. Hey, das kann wohl der Hurensohn da, Mann. Ich will Medikits machen. Cool, Hammer der Göttermod. Ja, da muss man natürlich entweder. Ja. Doch, ich kann Medikits machen. Gifter Gesensenmod. Also ich habe eigentlich für jede mögliche Waffe einen, ne? So, kommst du jetzt? Ja, ich habe viele Mods. Kommst du jetzt? Ja, warte, ich habe 11 Medikits wieder, okay. Ich bin wieder... Ach, hier ist auch irgendwo ein Bett. Unser Lager. Oh, hier. Spielerversteck, was gibt es da?